Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ich habe heute extremst gute Laune irgendwie und habe allerdings vergessen, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Oh, Moment, meine Pflanzen, wie sehen die denn aus? Moment. Muss mal eben was gucken. So. Ich glaube, die waren aberntebar, wenn die so sind, ne? Upsala. Erntebereit, genau. Aber die Frage ist, waren die hier? Nee, die wächst noch. Was ist denn hier eigentlich gewesen? Achso, Karottenpflanze wächst auch noch. Die dürften. Oh, die sind noch nicht fertig. Moment. Der ist so groß. Der wächst auch noch. Der ist so riesig. Warum ist er so riesig? Kann ich mich hinter verstecken? Na gut, aber die Kartoffeln können wir auf jeden Fall schon mal machen. Das ist gut. Dann würde ich sagen, haben wir noch Kartoffelsamen? Ja, die nehmen wir auch mal direkt mit. Ach so, genau, das mit dem Sandstein, das mussten wir machen. Also mussten wir nicht, aber das wollte ich machen. Essen habe ich auch noch dabei. Der Schlüssel war für die Höhle, der interessiert mich jetzt im Moment eher nicht. Die große Frage, ach so, ich wollte das Wasser doch noch mitnehmen. Halt, stopp. So. Oh. Oh. Okay, wir machen hier erstmal ein bisschen Wasser wieder drauf. Es trocknet mir hier noch aus. Da habe ich den. Ach so, das sind die Eimer. Ja, ich vertue mich da jedes Mal mit. Hier, das geht noch. Das geht auch noch. Brauche ich auch noch nicht unbedingt. Die gehen auch noch. Na gut, okay. Ich habe aber nichts, womit ich die jetzt gerade ernten kann, ne? Ich Schlauberger. Ich bin ein Fuchs. Ich vergesse wieder alles. Wo habe ich denn. Ja, ich vertue mich da immer wieder mit. War das jetzt. Nee, das waren jetzt die anderen Sachen, oder? Ja, ich weiß, es ist beim letzten Mal noch reingeschrieben worden. Ich habe es schon wieder vergessen. Doch, das war doch richtig. Okay. Das war das mit dem Obendraufblick und dem Seitenblick. Und ich habe heute so viele Infos bekommen. Also auch zu anderen Spielen und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade so viel im Kopf. Ich kann gerade überhaupt nichts mehr. Ich kann gar nicht mehr denken heute. Es tut mir leid. Der Entwickler meckert mich wieder aus, wenn ich das nicht richtig mache. So, Moment, die Kartoffelsamen, die können wir erstmal wieder wegtun. Das sind die Kartoffeln, ne? Ja. Ich finde, die sehen so anders aus von der Farbe. Sind die einen gut und die anderen schlecht, oder? Die guten kommen ins Töpfchen, oder wie war das? Also, man sollte dann aber, wenn man das aufladen möchte, vielleicht auch das Leere mit reinnehmen. So, die haben noch Wasser. Ach so, genau. Ich wollte auch noch gucken, dass wir einen Futtertrog holen. Was ist das denn hier eigentlich? Nein, ich will hier nicht. Oh, ich dachte gerade schon, ich dachte gerade schon, ich mache das jetzt hier nass. Ach, das ist der Vorstadium dazu. Das sind diese Blumen, ne? Ja. Und das hier, was ist denn eigentlich mit euch? Wir haben hier kein Wasser. Sehe ich das jetzt richtig? Brauchen die überhaupt Wasser? Ich bin mir nicht sicher. Nochmal Wasser rein. So. Ich glaube, hier habe ich auch einen hingepflanzt, oder? So nachhinein. Wenn nicht, habe ich jetzt gerade. Nee, ich glaube, es war Gras oder so. Ich habe, glaube ich, gerade was Falsches bewässert. Aber naja, gut, ist nicht schlimm. Okay, dann gehen wir jetzt doch nochmal eben kurz hier unten hin. Das tauschen wir einmal aus. Zack. Bin ich noch auf 4? Ja. Okay. Sehr schön. Ich hoffe, da wächst dann auch wirklich was. Und das geht dann nicht kaputt oder so, weil das war ja von uns erstmal so ein Test. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, wann ich diesen Test überhaupt gestartet habe. Doch, Moment, das müssen wir hier lassen. Also müssen wir nicht, aber das lassen wir hier. So, dann gehe ich jetzt nochmal schnell, mehr oder weniger schnell zu dem Transporter. Boah, wir haben jetzt schon wieder 10 Uhr. Wir haben noch nichts gemacht und wir haben schon wieder 10 Uhr und der halbe Tag ist schon wieder vorbei. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. So. Ach so, jetzt bin ich hier wieder. Hat sich der See verändert oder war das vorher auch so, dass das hier so.
Ich bin mir jetzt. Also die Bäume, meine ich, die waren nicht so dicht. Ich weiß ja, dass sich die ganze Umgebung immer wieder verändert. Deswegen versuche ich da so ein bisschen drauf zu achten. Ich meine, die Bäume waren nicht ganz so dicht hier. Aber hat sich der See auch verändert? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, er wäre ein bisschen weiter links gewesen, aber. Achso, das ist der Kleine. Aber hier diese Ausläufer und so, das hat sich doch ein bisschen verändert, oder? Manchmal bin ich ein Fuchs, manchmal will ich überall dahinter steigen. Na gut, Moment, wo war das jetzt? Hier oben, brauche ich gar nicht mehr zu gucken. Wir sind schon da. Zack, und ich werde mich wieder vertun. Was ist denn? Ach, ich, jedes Mal erschrecke ich mich hier. Ja, jetzt kommt ihr schon wieder, ne? Ach, ich will trotzdem meinen eigenen Steinkreis haben, direkt vor der Tür. Ihr seid gemein. So. Ich glaube, der war jetzt hier links von dem, oder? Ne, Moment. Zauberer. Da müssen wir noch ein ganzes Stück weiter runtergehen. Ich glaube, sprechen können wir. Also, wir können mit ihm sprechen, aber er hat sonst nichts, oder? Wie mache ich mich? Nee. Das will ich gar nicht wissen. Nee. Wir gehen jetzt erstmal zum Steinmetz. Dann müssen wir da mal schauen. Da sind doch schon wieder Früchte dran. Er hatte mir aber irgendwas gesagt von wegen von vorne. Ich sehe gar nicht, welcher Baum das ist hier so richtig. Moment. Da war doch noch ein anderer Baum. Da konnte man das besser sehen. Mal gucken, ob wir da... Da können wir das nochmal probieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich an der Seite gestanden habe oder ob ich vorne vor dem Baum gestanden habe, als ich das ausprobiert hatte. Keine Ahnung. Moment. Hier war der... Nee, der Steinmetz ist oben. Ich dachte... Stimmt, hier unten ist der Schreiner. So, ich wollte mir jetzt übrigens meine Liste machen mit den Namen. Ich weiß nicht, ob die irgendwo online ist eventuell, aber ich wollte es mal machen. Hier, ich habe deinen Sandstein. Oh, vielen Dank, Gameplayerin. Du weißt gar nicht, wie sehr du mir damit geholfen hast. Du kannst das Sand... Ach nee, 6 Stück habe ich noch. Ich habe hier auch etwas für dich. Ich habe es im Steinbruch gefunden und vermutlich kannst du damit mehr anfangen als ich. Ich glaube, der Stein ist sehr wertvoll. Vielleicht kannst du damit etwas Besonderes anfertigen. Okay, mach's gut. Was ist das denn? Türkisauge. Okay, also ich schreibe mal auf. Tim ist der Steinmetz. Ich will jetzt diese Übersicht machen. So. Weil es sind so viele Leute, das ist mir beim letzten Mal aufgefallen, ich weiß überhaupt nichts mehr mittlerweile. Ich weiß nicht mehr, wer was macht. Tiffany's Café, ja gut, das ist ja noch relativ... Die Frage ist, Moment, wem mussten wir jetzt... steht ja nicht drauf. Einmal Lena, das weiß ich noch, und wie hieß die andere? Lara oder was? Lisa, genau, Lisa und Lena. Die Frage ist jetzt... Wo sind die Leute? Das ist Michelle. Jack. Magda. Die sind jetzt nirgendwo da, wo ich bin, ne? Emma, Hugo. Moment, Eugenia? Ist das nicht die, die ich eigentlich suche? Also, Moment, sind die beide in Tiffany's? Ach, Lisa und Lena, die sind im Tiffany's. Ach, ah, Moment, wo bin ich jetzt überhaupt? Ich muss runter. Ah, bleibt stehen, lauft nicht wieder weg, ich muss zu euch. Ich möchte doch Liebesbote spielen. Ich will das endlich mal machen hier. Ich hoffe, die hauen jetzt nicht wieder ab. Wir haben jetzt Nachmittag. Nee, nachmittags ist das Café, oder? Das Restaurant ist abends. Oder wie war das jetzt genau umgekehrt? Ich weiß es nicht mehr. So. Ach, der Baum war das. Genau, da können wir danach nochmal gucken, ob ich da von vorne eventuell... Oder ob ich von vorne dran war? Ich habe keine Ahnung. Schwesterherz. Nein, halt, stopp, stopp, stopp. Nee, du bist gar nicht die, die ich haben will. Hallo, ich bin Gameplayerin. Mein Name ist Aline. Alena. Okay, tschüss. Lena, guten Tag, Fremde. Hallo, wir kennen uns schon. Hallo, ich bin Gameplayerin und wer bist du? Habe ich mich nicht schon vorgestellt? Ich bin Lena. Meine Schwester und ich leben hier in einem Haus in Waldheim zusammen. Wir arbeiten bei
Eugenia. Doch, klar, habe ich mich vorgestellt. Unserer Kräuterfrau und helfen mir beim Anpflanzen ihrer Kräuter. Mist, wo ist mein Zettel, wo ich mir das aufgeschrieben habe? Was für wen ist? Oh nein, oh nein. Das stand aber auch nochmal in der Übersicht drin, oder? Hier, Rosa ist für Lisa und Bernstein ist für Lena. Das ist Lena. Dann, warum habe ich eigentlich Rosa aufgeschrieben? Ich meinte damit Rosenquarz, aber ist egal. Bernstein ist auf jeden Fall für Lena. So. Schau nur, was für eine schöne Farbe er hat. Danke, dass du ihn mir überbracht hast. Und sag Tim auch einen lieben Dank von mir. Yes! Was ist das eigentlich mit euch dreien? Eine Dreiecksbeziehung? Wenn ich das wüsste. Ich mag Tim schon sehr gerne. Aber Lisa drängt sich immer in den Vordergrund, obwohl ich denke, dass Tim mich eigentlich lieber mag. Außerdem mag ich natürlich auch meine Schwester und ich will ihr nicht in die Quere kommen. Also alles sehr kompliziert. Ich mach mal ein Herzchen bei Lena hin, weil sie mag ihn sehr gerne. Hört sich ganz so an. Wie geht's denn sonst so? Wir haben immer viel zu tun, seit Gertrud so krank ist. Und wir den beiden dort helfen. Da fällt mir ein, du könntest etwas für mich tun. Und was könnte ich für dich tun? Ich kann nicht mehr reden heute. Tut mir leid. Ich habe so ein extremes Kratzen im Hals. Ich brauche unbedingt einige Mangos, Erdbeeren und Zitronen. Ach du Scheiße. Für einen speziellen Fruchtsalat, den ich Gertrud und Helmut machen möchte. Die beiden haben so wenig Abwechslung beim Essen und vielleicht hebt das die Stimmung dort ein wenig. Ich denke, ich kann dir die Früchte besorgen. Mhm. Und woher? Danke, Gameplayerin. Bringen Sie mir dann bitte direkt vorbei, damit Sie noch ganz frisch sind. Okay. Ja, kein Problem. So, Lisa. Hier, dieser Rosenquarz ist von Tim für dich. Oh, der ist ja wunderschön. Wie süß von Tim, an mich zu denken. Und er hat sich auch noch erinnert, welche Farbe ich liebe. Du magst Tim gerne, oder? Ich mache kein Geheimnis daraus. Wenn er doch nur nicht so schüchtern wäre. Ich bin sicher, irgendwann wird er mich fragen, mit ihm auszugehen. Bestimmt. Was sagt denn deine Schwester dazu? Ich denke, sie wird sich für mich freuen. Sie mag ihn, glaube ich, auch ganz gern. Aber ich glaube nicht, dass sie in ihn verliebt ist. Ist ja auch besser so, wo er vor allem auf mich steht. Na. ja, was machen denn die Kräuter bei Eugenia? Die wachsen prächtig, aber wo du es so sagst, du hast doch eine Farm da draußen im Westen. Kannst du vielleicht etwas für uns anbauen? Klar, was braucht ihr denn? Wir brauchen einige junge Aloe-Pflanzen für Eugenia. Die sind, glaube ich, schwer anzubauen, oder? In echt? Ich bin mir nicht sicher. Weil wir ein neues Beet anlegen wollen. Ich gebe dir eine Schachtel Samen. Am besten ziehst du die Pflanzen auf deiner Farm, dann sind sie robuster und pflanzt die anschließend auf unser Beet. Komm danach wieder zu mir. Kann ich das dann auch mit dem Erntekorb machen? Da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Ja, ich weiß. Er steinigt mich gleich wieder, wenn ich diese Frage stelle. Moment, wer warst du jetzt? Du warst... Wo bin ich denn hier überhaupt? Das war ein Händler. Achso, Tiffany. Tiffany ist ein Händler. So, Moment. Moment, Moment. Tiffany ist das Café. So, Händler. Muss ich mir ja auch noch aufschreiben, weil, ne? Meine Liste. Wenn ich die Liste fertig habe, werde ich das Ganze auch auf dem Blog hochladen. Dann kann ich das immer mal wieder angucken. Und ihr könnt euch das auch gerne mal angucken. Okay, was? Ach so, das war das mit dem Essen. Genau, da waren wir ja schon mal. Gut, dann... Wer macht denn hier die Tür immer wieder zu? Was bist du denn für einer? Ja. Keine Ahnung, was ist Anais? Ist das männlich oder weiblich? Hallo, hallo, ich bin Gameplayerin. Wer bist du denn? Ich heiße Anais und ich bin die Malerin hier. Ah, weiblich. In Waldheim. Ich male für mein Leben gerne und am Wochenende verkaufe ich meine Bilder in meinem kleinen Laden. Komm doch mal vorbei. Ich verspreche dir, es lohnt sich. So, jetzt habe ich mal eine kleine Beschwerde. Das ist ungefähr meine Haarfarbe immer gewesen. Aber mit langen Haaren. Ich hätte gerne, wenn es mal ein Update geben sollte, dass ich diese Haarfarbe, ne, mit langen Haaren kriege. Gut, ist nicht so wichtig, aber es wäre halt ganz cool. So, wer warst du nochmal? Dich habe ich doch schon mal... Oh, du bist Alena, Moment.
Nee, Alena. Oh Gott, das sind so viele Namen. Nee, aber mit der wollten wir jetzt gerade gar nichts. Nee, nee, nee. Schließe Freundschaften. Ja, weiß ich. Das ist ja, ja gut, eigentlich, ich sollte mit ihnen reden, ihnen einen Gefallen tun oder ihnen etwas schenken, wenn sie einen Wunsch äußern. Zerstöre das Monsterportal. Ja, dazu muss ich ja, glaube ich, erstmal. Was hatte der gesagt? Bessere Rüstung kaufen oder so, ne? Ach genau, das Werkzeug müssen wir noch machen. Der braucht eine Ernteleiter. Ich kann sie entweder beim Schreiner kaufen oder ich stelle sie selbst her. Die Frage ist, verkauft der Schreiner auch die Entwürfe dazu? Weil wir haben ja tatsächlich noch ein bisschen Geld. Da habe ich letztes Mal nicht mehr drüber nachgedacht. Ach so, das wollte ich auch mal eben nachgeguckt haben. Ach nee, C ist nicht Charakter. Moment, was war jetzt Charakter? H. Ich komme damit nicht klar. Ich denke dann immer das, was man, ne? Aber da ist auch kein Geld drin. Ich würde gerne. Ach, da unten! Ach, bin ich so blind? War das vorher auch schon drin? Wieso habe ich eigentlich 12.000 Münzen? Hä, ich habe doch nur 5.000 von dem einen bekommen. Oder meine ich das jetzt nur? Bin mir gerade nicht sicher. Na gut, wir gehen jetzt. Ah, nee, wir gehen erstmal eben zu dem Baum und probieren das nochmal eben aus. Ich möchte das jetzt gerne wissen. Das war jetzt hier die Aloe. Ja, lassen wir die mal hier unten. Du warst das, was ich bekommen habe. Das brauchen wir also nicht für eine Quest. So. So, und jetzt probiere ich das nochmal, aber von. Nee, ich kann das aber gar nicht von vorn, oder? Oder so? Nee. Also von vorne funktioniert nicht. Gut, war jetzt nur ein Versuch. Irgendwann kriege ich das nochmal hin. Oder auch nicht, wenn es halt nur Deko ist da oben. Das weiß ich natürlich nicht. Wer warst du nochmal? Ihr lauft mir ja alle über. Ach so, du bist Walter, ja. Okay. Irgendwann kann ich mir vielleicht auch mal merken, wie die alle aussehen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber egal. Ich habe trotzdem weiter gute Laune, also macht das nichts. So, Moment. Der Schreiner. Warst du der Schreiner? Nee, das war die Schmiede. Steinmetz, Zauberer. Ich laufe jetzt komplett falsch, oder? Wo war denn der Schreiner? Jonas Laden? Sind wir nicht eben. Ach, da unten. Da. Ich muss wieder weiter runter. Oh. Okay. Moment. Hallo Tim? Muss ich mit dir nicht auch noch sprechen? Du warst doch der, in dessen Auftrag ich das jetzt gemacht habe. Oder meine ich das nur? Ist das noch hier drin? Reagenzien. Ne, drin steht es nicht mehr. Also hat sich die Sache wohl in dem Moment damit erledigt, als ich es quasi gemacht habe. Da unten muss ich nochmal ein Stückchen runter. Moment, habe ich mit dir eigentlich schon gesprochen? Guten Tag, Gameplayerin. Ach ja, anscheinend ja, weil die kennt mich. Brauchst du vielleicht irgendetwas? Es ist freundlich, dass du das fragst. Da wäre wirklich eine Kleinigkeit, die ich gut gebrauchen könnte. Ich würde gerne für meine Frau neue Kissen anfertigen. Ach so, das war die Sache mit der Wolle. Ach. Ja. Nee, Moment. Das war Helmut. Wie komme ich jetzt darauf, dass das die Eugenia war? Die war doch auch, die hatte auch graue Haare, oder? Ich hatte die jetzt eben nur. Geh mir doch mal aus dem Weg hier. Ich hatte die eben nur in der Übersicht gesehen. Bist du jetzt der Schreiner? Nee, Moment, wo bin ich denn jetzt? Ich bin noch ein Haus zu hoch. Okay. Jetzt haben wir schon wieder Abend. Die haben gleich schon wieder alle geschlossen, ne? Ich eile im Sauseschritt. Oh, das ist. Das geht so schnell. Oh nein, der ist nicht mehr da, ne? Ach komm! Ich war um 18 Uhr da. Ja, toll. Ich warte jetzt hier über die Nacht. Och Mann. Das ist doch doof. Ich bin hier. Dann schauen wir mal eben. Wir erkunden da noch mal ein bisschen, so für eine Stunde oder sowas, noch mal ein bisschen die Gegend, damit ich weiß, ob hier noch irgendwas ist, was ich noch nicht gesehen habe. Bin jetzt gerade nicht sicher, was das hier war. Hagen und Jack. Das war eigentlich gar nichts. Ist das denn Privathaus gewesen, so ein Riesenteil? Boah. Echt jetzt? Guck mal, hier ist noch was Neues. Na?
Unser Hofladen. Aha. Alfreds Farm. Nee, oder doch? Ich bin hier reingegangen. Ne? Alfreds Farmladen. Oh, sehr schön, sehr schön. Da können wir dann nämlich mal ein bisschen was holen an Tiere. Vielleicht können wir dann hier auch mal... ach so, genau, den Futtertrog. Den hätte ich hier holen können. Ah, ich weiß jetzt, wo er ist. Um 8. Oh, der hat doch noch Mittagspause. Das wird ja ganz kompliziert. Was haben wir denn eigentlich für einen Tag? Dienstag. Okay. Das geht. Und ich schätze mal, hier ist euer Privathaus, oder? Da sitzen sie jetzt alle drin. Sind am Essen, oder was? Hallöchen. Guten Tag, Reisende. Servus. Bis später. Ach so, ja. Mit denen hatten wir ja schon mal gesprochen, ne? Alfred und Magda, genau. Moment, Magda? Hä? Die kennt mich doch auch schon. Ich heiße Magda und mein Mann und mir gehört der Bauernhof hier in Waldheim. Du musst wohl der Neuankömmling sein, von dem wir gehört haben. Siehst ein wenig mager und erschöpft aus, aber das wird schon wieder. Falls du etwas über Tiere und ihre Haltung wissen willst, frag mich oder meinen Mann Alfred. Wir wissen darüber ganz gut Bescheid. In unseren Hofladen gibt's auch eine Menge Dinge, die du sicher gebrauchen könntest. Gut zu wissen, eigentlich wollte ich dich fragen, ob du bei irgendetwas Hilfe brauchst. Das ist wirklich freundlich von dir. Klar, bei uns gibt es immer sehr viel zu tun. Wenn du Zeit dazu hast, hätte ich eine kleine Aufgabe für dich, bei der du vielleicht auch noch etwas lernen kannst. Ich gebe dir diese Käfige hier. Ganz im Süden, unterhalb unseres Hofes, kurz vor dem großen Fluss, befindet sich ein kleines Gehege mit 3 Hasen drin. Bitte fang die Hasen alle ein und bringe mir danach die Käfige. Oh ja, das können wir machen, das ist kein Problem. Warum soll ich die Hasen denn einfangen? Sie sind dort unten zu weit weg vom Hof und das macht das Ernten der Wolle sehr zeitaufwendig. Ihr hattet Hasen der Wolle wegen? Aber ich brauche doch eigentlich... Kriege ich die Wolle vielleicht? Wo ich herkomme, haben wir sie gegessen. Oh, Alter! Ich habe ein Zwergkaninchen gehabt. Okay, ich habe es nicht lange gehabt. Moppelinchen. Fragt mich bitte nicht, wie man auf so einen Namen kommt. Ich war damals 10 oder so. Oder 8. Ich glaube, ich war etwas jünger. Aber ich würde niemals einen Hasen essen. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Hallo? Ich musste mein Zwergkaninchen musste ich damals leider abgeben, weil wir dann zu spät festgestellt haben, also leider nicht vor dem Kauf, dass ich eine schwere Hasen-Kaninchenallergie habe. Leider auch eine schwere Katzenallergie. Das habe ich dann später meiner Freundin festgestellt, die 2 Katzen hat. Und ich habe da übernachtet. Das war nicht so toll. Ja, aber die essen. Also nee, ganz ehrlich. Wir haben damals Moppelinchen in eine Familie abgegeben. Die haben ein komplettes Zimmer gehabt und die haben draußen im Garten noch einen Riesenstall gehabt. Und dieses komplette Zimmer ist nur für die Kaninchen da gewesen. Ich glaube, die hatten 4 oder 5 Kaninchen dann insgesamt. Und das war schon schön. Die konnten da rumturnen und alles. Die hatten da Bewegung. Also das war schon, tut mir zwar immer noch ein bisschen leid, dass wir die nicht mehr haben, aber ja, hätten wir sie gegessen. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Schüttelt entsetzt den Kopf. Wie grausam. Ja, finde ich auch. Hasenwolle ist wunderbar weich und flauschig. Man kann sehr schöne Dinge daraus herstellen. Und ich würde dir raten, auch einige davon zu halten. Okay, nehme ich jetzt also Hasenwolle? Die hat nur gesagt, die braucht Wolle, ne? Die hat nicht gesagt, die braucht Wolle von Schafen. Was kannst du mir denn über Tiere erzählen? Ich kann dir etwas über Hühner, Enten, Hasen und Schafe erzählen. Für die anderen Tiere fragst du lieber meinen Mann. Über welches Tier möchtest du etwas wissen? Ich sag erstmal Hühner. Hühner brauchen ab und an etwas Korn, damit sie regelmäßig alle 1 bis 2 Tage ein Ei legen. Sie fressen Gras und brauchen auch Wasser. Entweder hältst du sie an einem natürlichen Gewässer oder stellst eine Tränke auf. Hin und wieder beginnen sie auch zu brüten und wenn man ihnen die Eier lässt, schlüpfen daraus Küken. Ja, da habe ich auch echt schon überlegt, ob wir das nicht eher machen sollten, weil dann könnten wir erstmal ein bisschen was vermehren, ne? Und dann haben wir natürlich auch mehr Eier. Was kannst du, über Tiere, Enten. Enten? Enten lieben Reiskörner. Gibst du ihnen ab und zu eine Handvoll, werden sie viele Eier für dich legen. Ansonsten sind sie mit Gras und Wasser zufrieden. Wenn sie
zu brüten beginnen, lässt du ihnen am besten die Eier, damit deine Entenschar schnell größer wird. Also quasi wie bei den Hühnern, ne? Okay, was kannst du mir denn über die Hasen erzählen? Zum Zähmen der Hasen verwende ich Karotten. Das ist gut, ich bin nämlich schon welche am Anlegen. Also beziehungsweise im Anpflanzen. Sie sind ganz verrückt nach dem Zeug und bleiben gerne in deiner Nähe, wenn sie ab und zu eine bekommen. Außerdem lassen sie sich dann auch problemlos scheren. Sie produzieren die weiße Wolle und Kinder lieben sie auch, weil sie so niedlich sind. Ja, also keine Schafe, auch wenn wir die vielleicht kriegen können, das weiß ich jetzt nicht. Sondern ich glaube, es ist wahrscheinlich erstmal besser mit den Kaninchen. Also Hasen. Gut, was kannst du mir denn über die Schafe erzählen? Schafe fressen Gras und brauchen ebenfalls eine Wasserstelle. Ja, achso, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, aber Kaninchen doch normalerweise auch. Zum Zähmen verwendest du am besten Körner. Ein gezähmtes Schaf bleibt während des Scherens ruhig stehen. Und ein nicht gezähmtes Schaf? Einmal im Jahr bekommt ein Schaf, vorausgesetzt, es hat genug Futter und Wasser, auch ein Lamm. Einmal im Jahr, ach du Schande. Ganz selten auch einmal zwei. Ich hole mir die Kanickel. Die vermehren sich schneller, glaube ich. Na gut, dann gehe ich jetzt mal deine Hasen einfangen. Okay, das wäre nett von dir. Tschüss, Magda. So, ich soll mit dir reden. Servus. Deine Frau meinte, du kennst dich auch mit Tieren aus. Ich kann dir etwas über Schweine, Pferde, Esel und Kühe erzählen. Für die anderen Tiere fragst du lieber meine Frau. Was willst du wissen? Ich will erstmal was über Schweine wissen. Und meine Stimme wieder haben, damit ich überhaupt vorlesen kann. Schweine sind Allesfresser. Allerdings lieben sie besonders Kürbisse. Schweine fressen Kürbisse? Ernsthaft jetzt? Also ich liebe Kürbisse. Ich liebe auch Kürbissuppe. Aber ich meine, ich liebe Kürbisse, um die halt hinzustellen und so, weil die sehr schön aussehen. Aber das Schweine, die fressen, wusste ich noch nicht. Weshalb du immer welche anbauen solltest. Hast du ein Schwein gezähmt, wird es unermüdlich alle Böden außer Kies, Stein und Fels umgraben und rasch verbessern. Umgraben, also niemals in den Garten setzen. Wildkraut verspeist es dabei vollständig. Den Boden mit Schweinen zu verbessern, ist eine der schnellsten Möglichkeiten, guten Ackerboden zu bekommen. Einmal im Jahr bekommen Schweine auch Frischlinge. Sie sind auch nützlich, um ein Gebiet schneefrei zu halten. Oh Mann, es tut mir leid, aber mein Hals macht mir gerade echt Probleme. Also, ich brauche auf jeden Fall Schweine. Ich schreibe mir das mal am besten auf. Schweine und Hasen. Das sind so die wichtigsten. So. Dann erzählen wir mal was über Pferde. Pferde sind schön und elegant. Sie fressen hauptsächlich Gras und zum Zähmen verwenden wir die knackigen Wildäpfel. Ein gezähmtes Pferd wird fleißig deinen Acker düngen. Stimmt. Und sie verbessern auch alle Böden außer Fels und Stein allmählich. Pferde vermehren sich nur langsam. Sie sind auch nützlich, um ein Gebiet schneefrei zu halten. Okay, Esel. Esel sind anspruchslos und unglaublich nützlich. Sie düngen und verbessern jeden Boden und fressen wirklich alles an Wildkräutern, was sie finden können. Mit Eseln lässt sich eine steinige Wildnis hervorragend in Ackerland verwandeln. Merke ich mir mal, weil ich weiß nicht, wie die DLCs aussehen. Einmal ist eine Wüste dabei, das weiß ich noch. Das andere weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Sie lieben wie die Pferde Wildäpfel. Vermehren tun sie sich einmal im Jahr, meist im Frühling. Sie sind auch nützlich, um ein Gebiet schneefrei zu halten. Okay. Und als letztes haben wir noch die Kühe. Um eine Kuh bei Laune zu halten, solltest du ihr Mais geben. Okay, Mais kann ich noch nicht anpflanzen, also kann ich schon anpflanzen, aber ich habe keinen Samen. Ist sie zahm, kannst du sie mit der Milchkanne melken. Zusätzlich düngen Kühe auch den Boden, auf dem sie stehen. Pferde können das zwar besser, aber die geben dafür keine Milch. Ein Kalb können Kühe ungefähr einmal im Jahr bekommen. Okay. Trotzdem, erstmal Schweine und Hasen, würde ich sagen, für den Anfang. Jetzt ist es schon so spät. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal eben nach rechts rüber gehen, damit ich weiß, was da noch ist. Und dann würde ich in der nächsten Folge gerne als erstes hier im Farmladen mal einkaufen. Oh, was ist jetzt los hier? Alter!
Bin ich jetzt geblitzdingst worden oder so? Guten Tag. War hier das Café? Nee. Ach nee, das ist ein Privatladen, oder? Georg, abends freue ich mich immer darauf, endlich meine Knochen ausstrecken zu können. Ja, das ist doch schön. Deine Frau sitzt schon hier und wartet auf dich. Okay, Johanna. Okay, das ist auf jeden Fall Privathaus. Was sehen meine müden Augen denn da? Wird hier einfach schwarze Magie verwendet? Achso, okay. Ach, da ist... Da schläft doch einer. Entschuldigung. Bin direkt wieder weg. So. Hier haben wir noch einen Weg, der nach unten führt. Da ich ja tagsüber nie Zeit habe, irgendwas zu erkunden, weil der Tag immer so schnell vorbei ist. Und ich einen halben Tag... Naja, gut, das ist jetzt übertrieben. Aber gefühlt einen halben Tag brauche, um erstmal wieder da oben zum Transporter zu kommen. Würde ich nämlich gerne... Oh, hier ist eine kaputte Brücke. Neues DLC? Fragezeichen. Kommt man dann da hin oder ist das ein weiterer Bereich? Ich bin mir nicht sicher. Wir werden es aber erstmal auch nicht herausfinden. So, wir werden jetzt erstmal nach Hause gehen. Ach, Mist, ich habe die Hasen vergessen, ich Idiot. Ah, ich bin so doof. Was hatte die gesagt, wo die Hasen... Moment, da geht's so rum, so rum. Hier war ich, ne? Genau, hier ist das hier unten. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall die Hasen einfangen. Aber wir müssen auch gucken, dass wir im Farmladen noch was kaufen. Das auf jeden Fall. Können wir vielleicht auch die Dinger behalten hier, die Käfige? Das wäre natürlich cool. Die Samen würde ich auch gerne anpflanzen. Ich würde das zwar ungern nur nachts machen. Moment. Kann das sein, dass ich hier... Nö. Das geht nur von alleine. Ich dachte schon, ich kann den auch ein- und ausknipsen und habe den jetzt aus Versehen so... Ich weiß, dass du müde bist. Und habe den jetzt nur aus Versehen so gemacht hier. So, das war schon. Es ist dunkel, ich sehe nichts. Ich will nur mal ganz schnell, zack, 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 nee. Man sollte vielleicht auch die richtige Taste drücken, ja, okay. Ich weiß, dass du müde bist, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du kannst auch jetzt sofort schlafen gehen. Lass mich nur mal eben die Samen hier, Moment. Schafswolle. Ach nein, wir hatten Wolle? Echt jetzt? Habe ich die durch eine Quest bekommen? Nee, oder? Ach Mann, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das habe ich total vergessen, ehrlich gesagt. So, das ist... die lassen wir erstmal da. Irgendwas wollte ich doch gerade noch... Achso, die wollte ich noch kurz mitnehmen. Nur mal ganz kurz noch das... Ja... Wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber da die jetzt frisch draufgekommen sind, ist mir das jetzt. So. 7. Ich weiß, du willst gleich wieder schlafen. So. Dann besorgen wir uns morgen was für die Hühner und hoffentlich auch. Naja, gut, Tiere. Wie kommen die Tiere denn eigentlich an? Muss ich die mitnehmen oder kriege ich die irgendwie geliefert? Wir müssen auf jeden Fall dann noch eine neue Weide quasi stellen. Da würde ich sagen, dass wir erstmal was besorgen für die Tiere, die wir haben. Wie, du bist am Verhungern. Moment. 9. So, besser? Gut. Weil sonst ist sie nämlich auch am Verhungern, wenn... Türkisauge. Ja, eigentlich hätten wir das. Egal. Ich mach's jetzt erstmal hier rein. So. So. Ich werde mich jetzt erstmal schlafen legen. Ich werde allerdings einen Tag überspringen, muss ich dazu sagen, weil sonst haben wir ja 6 Uhr und dann können wir wieder nichts machen. Naja, ihr kennt das Spielchen, ja. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und in der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, dass wir. Ja, ein bisschen was für die Tiere kaufen können noch. Dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie noch einen zweiten Stall hinbauen können. Ich hoffe, das kann ich mit den normalen Sachen machen, die ich jetzt hier habe.
Und dann schauen wir mal, ob wir eventuell schon Schweine und Hasen da reinmachen können. Das fände ich ziemlich geil. Mal gucken. Okay. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!